Ach Mädels, wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, Männer werden nicht krank, Männer, die sind es. Und das nicht nur im Kopf. Also mein Mann, ja, bei dem ist ja jeder Schnupfen eine tödliche allergische Reaktion und jeder Pups ein Asthmaanfall. Ich höre sein Gewimmer, ihn schluchzen, leise Wein. Ruf meinen Namen, doch ich will's nicht hören. Er liegt in seinem Zimmer, immer schlimmer wird sein Schreien. Warum muss er mich immer wieder stören? Er ruft, ich habe Schnupfen und es brennt beim Urinieren. Mir schmerzt der Bauch, ich brauche ganz schnell eine deiner Nieren. Komm bloß nicht näher, weil ich böse Killerviren verbreite. Ist der Blinddarm auf der linken oder rechten Seite? Wenn Männer krank sind, zieht der Himmel zu und das Ende droht. Die Hoffnung stirbt und alles ist verloren. Wenn Männer leiden, hilft kein Doktor mehr, dann läuft das Lied vom Tod. Denn Männer sind als Märtyrer geboren. Dann soll ich Fieber messen, er schätzt so 40 Grad, doch zeigt es nur knapp über 37. Ich mache ihm Kompressen, dann ein Gesundheitsbad und frage mich, wie ich ihn endlich leise krieg. Er haucht, da kommt ein weißes Licht im Tunnel immer näher. Ich sag, das ist nur deine Nachttischlampe von Ikea. Wenn er mit diesem Selbstmitleid nicht aufhört, fliegt er raus. Ich fahr zum Rasthof mich im Dorf und setz ihn dort aus. Normalerweise ist er Tarzan, stark und mit Liane. Jetzt riech ich schon von Weitem seine Fencheltee-Fahne. Bin ich mal krank, nimmt er mein Leiden auch nicht so genau. Was ist schon gegen Männer Schnupfen? Die Bronchitis eine Frau. Wenn Männer krank sind, zieht der Himmel zu und das Ende droht. Die Hoffnung stirbt und alles ist verloren. Wenn Männer leiden, hilft kein Doktor mehr, dann läuft das Lied vom Tod. Denn Männer sind als Märtyrer, Männer sind als Märtyrer, ja Männer sind als Märtyrer geboren.